Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Professional Farmer Cattle and Crops. Wir sind hier am Mais einsäen. Oh. Da ist nur so ein kleiner Streifen, das ist natürlich ein bisschen doof. Aber ja. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Wir sind am Mais einsäen. Helfer von uns, haben wir gar noch am Ende der letzten Folge geguckt, ist Gerste am Säen. Und ich denke, dass wir den Helfer nachher das große Feld machen lassen. Und uns... Oh, das wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht. Vorgewende. Böse Falle. Entschuldigung. Hab's verpeilt. So, ich mach, glaube ich, gerade mal kurz das hier aus. Dass wir hier... so fahren. Ich weiß nicht, wie es jetzt ein richtiger Landwirt machen würde, wenn da so ein Eck übrig bleibt. So doppelt fahren, wie ich das gerade mache, oder was an, oder freilassen. Das ist natürlich die andere Alternative. Freilassen wäre natürlich die nächste Alternative. So. Also der Deutz macht seine Sache ganz hervorragend, muss ich sagen. Ich glaube, so eine Kurve würde man normalerweise nicht fahren. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Entschuldigung dafür. Aber es kam gerade so über mich. Da ist unsere Helferin, die Alicia, 17-jähriges Mädel, das uns da netterweise hilft. Was heißt netterweise? Sie kriegt ja Geld dafür. Sie kriegt ja Geld dafür, dass sie das tut. Oh. Ups, was mache ich denn da? Entschuldigung für den Murks, den ich mir hier gerade zusammenfahre. Das sollte so natürlich nicht sein. Es kommt davon, wenn man meint, Kurven fahren zu müssen, wo man keine fahren sollte. Dann kommt so ein Käse bei raus. So. Hoppala. Dann würde ich sagen, übergeben wir das Gespann nachher an die Alicia und übernehmen, sobald sie hier fertig ist. Und dann machen wir hier nämlich die kleinen Felder fertig. In der Zeit kann sie das große machen. Gucken wir aber mal gerade zu, wie sie das mit dem Vorgewinde macht. Ach, sie nutzt die Spurreißer sogar.
Die habe ich gar nicht verwendet. Sie nutzt die. Okay. Ist jetzt auch bald fertig. Zwei Bahnen hat sie wohl noch und dann halt das Vorgewinde da vorne. Aber da gucken wir jetzt gerade noch ein bisschen zu. Ja, muss schon ein bisschen ziehen, ne? Anderen bei der Arbeit zugucken ist immer toll. Ja, also drin sitzt ein Kerl, auch wenn wir eine Alicia angestellt haben, aber da gibt es, glaube ich, einfach noch keinen weiblichen Avatar für. Deswegen ist es ein R. Wäre natürlich schön, wenn das noch angepasst würde. Oh, guck mal, er rangiert richtig. Und guckt, dass er möglichst auf dem Feld bleibt. Nicht ganz, aber weitestgehend. Oder sie. Ist ja eigentlich eine sie. Und den Spurreißer wieder ausgeklappt. Sehr schön macht sie das. Ich gucke jetzt gerade ein bisschen zu. Eine Bahn hat sie dann gleich noch und dann wie gesagt das Vorgewende. Da gucken wir jetzt noch ein bisschen. Ist ja immer schön, wenn man anderen zugucken kann. Und bin mal gespannt, ob sich ein Spurreißer dann drin lässt. Weil der würde ja jetzt bei der letzten Bahn A nicht gebraucht und B wäre eher kontraproduktiv, weil er würde hier alles aufreißen. Aber wir gucken mal. Für was ist der Spurreißer eigentlich? Weil der ist ja... Das steht ja nicht so weit über die Maschine, dass ich in der Spur fahren würde. Oder sehe ich das falsch? Normal müsste der doch die Spur markieren, wo ich mit dem Trecker dann fahren müsste, oder? Also mit dem Treckerreifen. Also sie hatten ausgeklappt. Gucken, ob er unten bleibt oder ob sie den gleich einklappt. Ne, lässt sie unten. Okay. Würde man normalerweise wohl nicht tun. Hasse ich dann hier. Würde ich ja, also ich würde es hassen, wenn dann so der Chef neben mir steht und nebenher läuft und guckt, was ich tue. Wäre dann Nervosität hoch 100 oder sowas. Wobei ich gehe mal davon aus, wenn sie als 17-jähriges Mädel das macht, dann ist sie mit Sicherheit in der Landwirtschaft groß geworden. Also hat die Eltern haben eigenen Hof oder sowas. Dass sie dann auch weiß, was sie da tut. Dessen bin ich mir eigentlich sicher. Wäre natürlich noch reizvoll, wenn jetzt das mehr an Erfahrung oder so, je nachdem, auch nochmal mit reinspielen würde. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Also wenn ich den billigsten Helfer nehme, bin ich genauso gut bedient, wie wenn ich den teuersten nehme. Nicht den Chef über den Haufen fahren, wenn ich bitten darf. So, jetzt kommt das Vorgewende. Oh, da lässt er aber früh runter. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Erfahrungswerte irgendwie mit reinspielen, aber ich würde mal vermuten, dass nicht. Aber ich lasse mich da auch gern eines Besseren belehren. Das macht sie doch schön, oder? Ah, sie hat außen hier freigelassen. Stimmt, so haben wir es ja auch gelernt, ne? So,
So, ich hoffe, sie sät auch tatsächlich an. Ich mache hier gerade mal die Heatmap auf. Feld 14. Gesät. Gegrubbert. Nur 15%, warum? Aber das ist eingesät, das ist gut. Da haben wir auch komplett eingesät. Feld 16, ne? Oh, da hinten das Vorgewende habe ich vergessen. Holla! Ich bin ja noch gar nicht fertig. Gut, dass ich geguckt habe. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir haben ja noch eine Seite. Hoppala. Da ist ja noch eine. Eiderdaus. Die hätte ich jetzt voll vergessen. Die hätte ich jetzt sowas von voll vergessen. Tja, vor lauter gucken, ne? Wenn Sheffield meint, den jungen Mädels zu gucken zu müssen, vergisst er vor lauter Guckerei die Arbeit. Die eigene. So kann das gehen. So. So in etwa. Schaut das zumindest mal nicht so ganz schlecht aus. So. Nächster Versuch. Mit Feierabend machen. So, jetzt aber. Und Madame ist auch schon ein ganzes Stück weiter. Schön macht sie das. Dann hat sie jetzt die Bahn noch, die wieder zurück und dann noch die da runter und dann sollte sie fertig sein. Und dann können wir die Maschinen tauschen, dann kriegt sie den großen. Und ich nehme den kleinen wieder, dann mache ich die zwei Felder da noch. Und sie kann das große Feld in der Zeit machen. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung, weil dann kann sie, während sie dann auch sät, kann ich dann mich um Bullen kümmern. Dann können wir noch Bullen holen, weil wir wahrscheinlich mit zwei kleinen Feldern schneller fertig sind als sie mit dem großen. Ich denke, das ist ganz gut vom Timing her. Das passt dann soweit.
Das hier, da rutscht ein bisschen zu sehr. Da müssen sie echt noch was dran tun, finde ich. Das sollte bei den Schrägen nicht so sein. Oder so nicht sein. Ja, also sie fährt auch bis an den Rand dann und macht dann halt zur Not den Teil da doppelt. Weil die Felder sind halt auch nicht immer so perfekt angepasst. So, und jetzt noch die letzte Spur. Ein bisschen früh runtergelassen, Madame. Den Hof hier braucht man natürlich noch nicht einsäen, aber ja. Ich denke, das sind auch noch Dinge, die auch noch mal irgendwann gefixt werden. Sehr schön. Ja, das ist die Bahn hier noch runter. Ah doch, hier fährt sie aber auch ums Eck. Also war das eben vielleicht doch nicht so ganz falsch, dass ich da ums Eck gefahren bin. Sehr schön. Hat sie da unten schon alles fertig? Ja, da ist auch schon durch. Also das, nee, noch nicht. Da muss sie noch eine Bahn fahren, sehe ich gerade. Okay, und dann können wir uns an Feld 15 begeben danach. Dann kann ich das mit Gerste säen und dann Feld 13 da hinten. Die gehören uns ja auch beide noch. Und anschließend, wie gesagt, kümmern wir uns dann um Bullen. Und derweil kann Lucy, wie heißt sie? Wie hieß sie? Alicia. Was macht sie jetzt? Ach so, das setzt sie dann so rum. Okay. Den Sinn muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Aber Hauptsache es, ja, wird vollendet und das wird es jetzt gerade, ist gerade in den letzten Zügen. Passt perfekt, passt vor allen Dingen auch perfekt zum Ende der Folge. Dann können wir nämlich. Was macht sie jetzt? Hä? Okay. Kann man so machen, muss man aber nicht. Sie ist jetzt fertig mit der Arbeit, eindeutig. Das da wäre schöner gegangen. Aber gut. Jetzt kann man gucken, wo fährt sie denn hin? Ich habe sie irgendwie an Feld 15 geschickt. Ich weiß gerade nur nicht, an welches Ende. An dieses hier, okay. Ja, da wäre schön, wenn man so Folgeaufträge hätte machen können. So, Alicia hat frei. Wir übernehmen den MB-Truck wieder. Und wir säen dann hier ein. Sie kriegt dann den anderen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sage jetzt nämlich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.